Hoch. Du. Hier. Eisen. Ei. Was? Bronze, Gold. Wo ist mein Iron da? Ein Ingot. Gott verdammt. Okay, ich merke schon wieder, ich laufe zu viel rum und ich versuche krampfhaft was zu machen. Aber ich sollte nachdenken. Nachdenken hat wirklich seine Vorteile. Hier haben wir kein Eisen mehr drin. Können wir irgendwas zerlegen zu Eisen? Glaube nicht. Also gehen wir nochmal kurz im Kopf und durch hin und her laufen den Vorgang komplett durch. Wir stellen Cobblestone her. Damit stellen wir Lava her. Die Lava wird momentan noch über Fluiducts da hinten hingebracht. Das heißt, wir könnten einfach die Fluiducts auch bis hier runterziehen. Aber das will ich nicht. Warum will ich das nicht? Weil wir schon so kurz davor sind, das hier mit dem E-System zu machen. Ja. Das heißt, wir warten jetzt darauf, dass wir genug Ressourcen haben, damit wir hier unten einen Importer ranbappen können. Sobald wir hier einen Importer dran haben, befüllen die Fluiducts das Ding von oben und das ME-System saugt von unten raus. Hat keine Möglichkeit. Wow. Wir brauchen bald neue Chips. Das ME-System saugt es von unten raus, hat keine Möglichkeit, das einzulagern, weil wir keinen Flüssigkeitschip haben bisher. Was in dem Fall aber auch gut ist, sonst saugt sich die eigene Stromversorgung ab. Weswegen wir das Ding vielleicht nicht ganz unten raufhauen sollten, sondern auf den zweiten von oben, wo das Ding jetzt ist. Saugt es also raus und packt es nur in die Dinger hier, wenn sie dann später angebunden sind. Wenn die voll sind, wird da auch nichts rausgesaugt. Mhm. Okay, okay. Du exportest das, das bringt uns gerade gar nichts. Ich brauche einen Sand. Dann sage ich dir, du kannst auch ruhig Sand da reinhauen. Und aus welchem Grund hauen wir keinen Gravel rein? Hatte ich da einen? Redstone wahrscheinlich. Oh, Gerogon, was hast du getan? 12 Redstone. Ich glaube, ich hatte es zu Sand gemacht, damit ich es dann zu Dust machen kann, damit ich auf jeden Fall Redstone bekomme. Aber mir fällt jetzt nicht ein, wozu wir Redstone bräuchten. Für das Fluix Dust. Oder könnten 12 reichen? Nee. Nee. Du. Füll das Ding. Du. Pulverize bitte Sand. Sand, Sand, Sand. Da. Und du schmeißt es dann hinten raus, wofür es keinen Abnehmer gibt. Nur Sand exportieren. Dass ich jetzt noch so viel von Hand machen muss, ist auch recht, ja. Demütigend wieder. Du dahin, du dahin. Wie viel Eisen haben wir? Bisschen was. Worauf warten wir jetzt? Wir warten immer noch auf den Fluid Importer. Ja. Wobei, hilft uns das wirklich jetzt sofort weiter? Wir haben den hier durchgehend befüllt. Das haben wir aber auch jetzt schon. Wir bräuchten eigentlich eher ein Importer hier und ein Exporter da, damit wir durchgehend unseren Sand bekommen. Das macht mehr Sinn, oder? Und wie gesagt, unser Gravel ist auch bald alle. Das heißt, wir bräuchten eigentlich auch erstmal einen, der aus Stein Gravel macht. Mist. Mist, 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 Mist. Du, ich habe eine super Idee. Du schiebst das Zeug nicht nach... Du schiebst das Zeug nach links. Das ist hinten? Warum ist das hinten? Das ist doch rechts. Ach so, die Dinger stehen ja falsch rum. Yeah. Das heißt, du musst es nicht nach hinten, nach links schieben, sondern du musst es nach hinten schieben. So, das heißt, der müsste jetzt Gravel bekommen von vorne. Vorne geht nicht. Oh Gott! Komm, ey, komm. Ne, komm. Wir
beißen uns da jetzt durch. Wir stellen einzelne Eisenbarren her. 9 Stück. Ah, Block. Sehr gut. Raus mit dir. Gib mir. Komme schon so ein bisschen wieder vor wie bei den Heuschrecken. Nur, dass ich mich jetzt nicht freue, sondern dass ich... Oh. Sondern, dass ich leicht angefressen bin. Gib mir einfach Toastbrot, dann wird alles wieder gut. So. Also du, Eisenblock, wirst mir helfen, ein wenig Licht in das Ganze zu bringen. Das schmeißen wir da rein, das werden 4 neue Ingots. Wir haben kein Eisen mehr. Wie viel Gravel haben wir? 300. Wie viel Sand haben wir? Wir haben auch noch 46 Dust. Warum wird das nicht exportiert? Ich habe dich doch eingestellt, dass du Dust exportieren sollst. Ah, wegen meiner Demonstration war es nicht aktiv. Ich hatte vor 3 Folgen oder so gezeigt, wie man das machen könnte mit diesen Level-Emittern, die nur arbeiten, wenn sie ein Redstone-Signal bekommen. Okay, das machst du jetzt bitte also auch noch. Ich sabotiere mich echt andauernd. Das ist sehr verstörend. Nicht nur für euch, glaubt mir. Oh, das System ist voll. Das könnte jetzt auch zu Problemen führen. Deswegen hole ich mal Sachen aus dem System raus, die nicht unbedingt rein müssen. Wie kleine Blümchen. Oder ein Boot oder die Rüstung. Lauter Einzelgegenstände. Oder Gegenstände, wovon wir sehr viel haben. So, das schmeißen wir alles mal kurzfristig in unsere Notfalltruhe. Ja, okay. Ist wieder grün, ist wieder gut. Ich hätte jetzt gerne einen Exporter. Warum zeigst du mir keinen Exporter an? Ah. Basic Export Bus. Was fehlt? 2 Eisenbarren. Okay, das ist kein Problem. Da, da. Da, da. Ich hätte gern 2 davon. Ich bin dekadent. So. Wir haben jetzt hier einen Exportbus. Da einen Exportbus. Drehen wir nochmal richtig hin. So, jetzt brauche ich alle Ressourcen einmal. Hier haben wir Gravel. Hier haben wir Sand. Hier haben wir Dust. Dust, da rein, Dust, da ein Dust wollte ich behalten, so. So. Genau. Du brauchst jetzt noch Cobblestone. Dafür brauchen wir ein Exemplar. Cobble. Das heißt, du bekommst jetzt von oben dein Cobble. Machst daraus Gravel. Das Gravel müssen wir jetzt von Hand noch reinpappen. Aber ist okay. Du machst Gravel, bekommst daraus Sand und das wird auch gleich ins E-System eingeführt. Das heißt, als nächstes bauen wir einen Importer und setzen ihn daran, damit der Gravel automatisch eingesaugt wird. Du bekommst Sand, machst daraus das da, brauchst allerdings wieder Lava. Was nicht so schlimm ist. Du da, zack. Und ich weiß, es wäre wesentlich einfacher gewesen, einfach nur Fluiducts dahin zu setzen. Aber das ist eine Prinzipiensache. Und das mache ich ganz gerne, auf sowas rumzureiten. Ich hätte nämlich keine Lust, schon wieder, ich mache das ja doch ab und an, schon wieder ein System aufzubauen, nur um es 5 Minuten später wieder abzureißen. Das ist doch ein bisschen doof. So, du bist voll, du bist nicht voll. So. Okay, die arbeiten jetzt alle, du arbeitest, es wird Eisen hergestellt. Wir können nach und nach die Sachen bauen. Und du, was für eine Anzeige bist du? Du bist normalerweise die Energieanzeige. Ich glaube, wir haben bald nicht genug Strom, um es im E-System mit einem Dynamo zu betreiben. Das ist nicht gut.
und kommt zu einem sehr unpassenden Zeitpunkt. Es wird immer weniger. Haben wir noch, solange das System noch an ist, haben wir noch ein Dynamo? Nein. Können wir fix einen herstellen? Bitte schnell. Da. Es fehlen die Zahnräder. Okay. Ich brauche Eisen. Ich brauche Invar. 1, 2, 3, 4. Noch ein Eisen. So. Und jetzt den Dynamo. Dynamo. Herstellen. Okay, wir haben ein Dynamo extra. Den könnte ich jetzt und werde ich eventuell auch einfach vorne ran klatschen, damit das Ding wenigstens mit Strom versorgt ist. Oder unten drunter. Wobei unten drunter schwer ist, weil wir nicht fliegen können. Ideal wäre eigentlich, wenn wir hier mehrere hätten und dann die Energiekabel. Und System ist aus. Mist. Warum bist du aus? Weil du durchgehend Sachen befüttern musst. Das ist richtig, aber dann müsstest du doch zwischendurch wieder anspringen. Will er aber nicht. Mist. Da. So, sieht doof aus, ist doof, aber es funktioniert erstmal. So haben wir zwischendurch immer wieder Zugriff auf das ME-System. So lange, bis das alles klappt, wie es klappen soll. Eisen. Und dann werden wir einen Magma Crucible bauen müssen und einen Liquid Transposer und Redstone Stromkabel herstellen. Um das ME-System weiter versorgen zu können. 4 Ingots Iron. Komm schon. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Du Rinder. Ihr raus da. Klick, 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 klick. So. Also wir haben jetzt mehrere Probleme auf einmal. Einmal haben wir das immerwährende Eisenproblem, dass wir nicht genug haben, um die ganzen anderen Systeme aufzubauen. Und wir brauchen die Systeme, damit die Eisenproduktion automatisiert wird. Was sie ja vor einer ganzen Weile schon mal war. Aber irgendjemand kam auf die coole Idee, komm, wir machen das alles mit dem ME-System. Wir haben ja genug Ressourcen, wir sind ja so toll. Und wir hatten nicht genug Ressourcen. Ja, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist jetzt echt die Stromversorgung. Also es geht und es hält sich auch sehr gut jetzt mit 2. Aber wenn wir wirklich alles mit Export und Import dann hier auch noch verkabeln, dann wird auch der zweite nicht reichen. Das heißt, wir brauchen demnächst Cable. Cable ist falsch. Conduits waren es. Conduits. Die Dinger hier. Die können 80 RF pro Tick transportieren. Das reicht nicht. Weil ein Magmatic-Dynamo stellt 80 her. Das heißt, wenn wir 2 ranbappen, kann er trotzdem nur die Energie von einem transportieren. Wir brauchen also Hardened Energy Conduits. Oh. Wir brauchen gar keine Redstone. Die Hardened reichen auch und sind gar nicht so schwer herzustellen. Sehr schön. Bleiglas und viel zu viel Redstone. Ja gut. Conduit. Ich brauche eigentlich nur einen einzigen. So. Okay. Warte mal. Ich nehme mal Takt. Ich nehme mal die da raus. Kap unsere Stromversorgung. Zip. Kap unsere Stromversorgung. Zip. Bau hier einen hin. Ist doch richtig, oder? Ja. Da einen hin. Warum konnte ich dich nicht drehen? Da. Dreh dich. Ah, okay. Dahin, dahin, dahin. Da einen hin. Und da einen hin. So, das sieht doch viel eleganter aus und geht gleich wieder hoch. Sehr, sehr schön. Aber auch nur temporär. Wir müssten bald noch einen dritten hier ranbauen, der nach unten guckt. Aber das hält erstmal eine Weile. Sehr schön. Ich hätte jetzt ganz gerne Importer. Da müssten wir eigentlich genug Ressourcen für haben. Import.
Ist ganz schön verzögert. Basic Import Bus. Dir fehlt das komische Ding. Dafür brauchen wir das komische Ding. Dafür haben wir fast alles. Zwei Eisen fehlt hierfür. Und dann nochmal zwei da. Wir brauchen insgesamt also noch vier Eisen. Das müsste hinhauen, weil wir haben vorhin 20 oben reingeschmissen. Also 20 Dust. Das sind 11 Ingots. Das sind einmal 9, 10, 11. Sehr schön. Das war eine ganz schön doofe Phase jetzt. Das waren 3 Folgen insgesamt, wo wir wirklich knausern mussten ohne Ende und dann hier gucken, da gucken. Aber ich hoffe, wenn wir jetzt die Sachen gebaut haben, läuft es einigermaßen flüssig. Und wir haben das Stromproblem jetzt auch in den Griff bekommen. Also, es geht langsam wieder aufwärts. Aber es ist krass. Einfach nur krass, wie viel Ressourcen dieses Ding braucht. Du, Ding, du. So, du da rein. Port. Basic Import Bus. Ich überlege gerade, ob ich ganz sicher das da jetzt haben will. Ja, will ich. Achso, Shift. Ja, Basic Import Bus. Und den bappen wir jetzt hier hinten bei Stone und Gravel rein. So, das heißt, Stone und Gravel, der Stone kommt rein, Sand und Gravel kommt ins ME-System, Gravel kommt hier rein, produziert Sand, Sand kommt ins ME-System, Sand wird hier reingeschmissen und hier kommt Dust raus. Und das Dust müssen wir jetzt händisch noch hier wieder reinlegen. Weil wir hierfür noch keine Importe haben. Das wäre dann der nächste Schritt. Und wenn das da ist, arbeitet der obere Teil dieser Maschine wenigstens schon automatisch. Der untere muss immer noch eimerweise mit Lava befüllt werden, was ein bisschen doof ist. Aber na gut. Ja, wir brauchen den Fluid Importer. Gravel. Wie sieht es mit Redstone aus? Wir haben inzwischen 17 Redstone. Ich schnapp mir mal ein bisschen was von dem Gravel. So. Und hau den mit hier in den Rüttler. Damit, wenn der Dust mal ist, was gleich der Fall sein wird, das System nicht aufhört zu arbeiten. Dass wir wenigstens so noch an Eisen rankommen. Also klar, es ist immer schön, mit Dust zu arbeiten. Momentan, weil wir den Redstone bekommen, weil wir es ja auch recht häufig brauchen. Aber Eisen ist halt einfach absolut viel wichtiger. Ja, okay. Also, für den Girogon der Zukunft. Wir hätten gerne ein Importbus da. Wir hätten gern Fluid Importbus, da wo der Storage Bus ist. Oder eine Erklärung, wie der Fluid Bus funktioniert. Dann hier unten noch 2 Fluid Exporter. Und das war es hier in der Ecke, glaube ich, eigentlich schon. Dann hätten wir gern da hinten noch einen Harvester. Kabel bis da hinten hin und dann ein Exporter, den Harvester für die Samen, ein Importer für das Fluid, wobei wir dann noch mal extra Tanks für den Sludge brauchen, aber ne? Eine Kiste hinten dran und dann ein Importer einer Kiste für das Weizen und die Samen. Und damit haben wir jetzt auch erstmal wieder 3-4 Folgen zu tun. Also bis gleich.